Aber wir sind jetzt live. Ja. That's live. Ist ja trotzdem ein wichtiges Thema, sich darüber auszutauschen. Aber erstmal begrüße ich dich ganz herzlich in dieser meiner Serie Auf den Schnack. Die Westfalen wissen, was das bedeutet, auf den Schnack. Man spricht einfach miteinander. Das ist schon mal ganz wichtig. Deshalb an Ralf Kapschak, meinen Kollegen, der aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis kommt, in der Bundestagsfraktion, der Experte für die Fragen von Rentenpolitik ist und war. Herzlich willkommen in dieser Runde. Und all diejenigen, die zuschauen oder zusehen oder zuhören, es gibt auch die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Wir nehmen die dann auf und stellen die dann in diese Runde. Und das Thema, das wir uns für heute Abend gesetzt haben, weil, wie gesagt, Ralf als Experte in Sachen der Rentenpolitik ist ja in der Tat das Thema Rente. Es bewegt den größten Teil der Bevölkerung in unserer Republik. Was passiert denn mit ihnen, wenn es in die Zeit nach der Arbeit geht oder auch in eine Zeit mit Rente und mit Arbeit? Auch das ist ja möglich. Und das trägt auch zu Unsicherheiten bei. Wie entwickelt sich das in diesem Jahr, die Botschaft, es gibt kein Plus bei der Rente? Ja, schwierig zu erklären, warum das so ist und wie denn die Formeln, die dahinter stehen, denn so aussehen. Aber ich glaube, es geht weniger Formeln als um die Frage, mit welcher Haltung geht man daran. Deshalb heute Abend eine Runde zum Thema Rentenpolitik. Wie geht das denn weiter und vor allem, was schlagen denn die Sozialdemokraten mit Blick auf die nächste Legislaturperiode und auf den hoffentlich ihrer Regierungsverantwortung unter einem Kanzler Olaf Scholz vor? Weil, wie gesagt, Verunsicherung an der Stelle ist da, klare Aussagen, wo soll das denn hingehen? Viele halten sich da zurück. Obwohl wir in dieser Legislaturperiode an dem Thema Rente ja eine Menge gemacht haben. Also Stabilisierung von Rentenniveau, von Beiträgen, das Thema Grundrente ganz oben auf der Tagesordnung. Aber meine Frage an dich, in welche Richtung geht das? Womit haben die Menschen zu rechnen? Wie entwickelt sich ein solches System so, wie es ist? Oder vielleicht auch so, wie ich sage mal, vielleicht auch verändert und reformiert werden muss. The floor is yours, wie man so schön sagt. Okay. Ja, vielen Dank für die Einladung, mache ich gerne. Und ich finde, du hast in deiner Einleitung einen ganz wichtigen Gedanken untergebracht, dass nämlich Rente nicht nur Rentnerinnen und Rentner betrifft, sondern jeden. Früher oder später. Und insofern ist das auch kein Thema, ich sage es jetzt mal so flapsig, für alte Leute, sondern es ist ein Thema für die ganze Gesellschaft. Denn die Absicherung im Alter ist ein zentrales Anliegen und ein zentrales Versprechen auch des Sozialstaats. Und insofern ist das nicht nur mein Steckenpferd, sondern es ist eine wichtige Frage, die Sozialdemokratie und eigentlich alle, die sich für Gesellschaftspolitik interessieren und engagieren, umtreibt. So, womit haben wir zu rechnen? Ich will mal zwei Gedanken, die im Moment durch die Welt geistern, kurz antippen und dann unsere Antworten, also die Antworten der SPD darauf sagen. Ein Thema, was ja seit Wochen wieder Schlagzeilen macht, ist die schlichte Logik, wir leben länger, also müssen wir auch länger arbeiten. Zuletzt hat der wissenschaftliche Beirat beim Wirtschaftsministerium dazu eine Stellungnahme losgelassen. Und wenn man das so hört, dann hört sich das auch eigentlich ganz logisch an. Die Lebenserwartung steigt angeblich für alle, also müssen alle auch länger arbeiten. Da ist aber schon ein Denkfehler dabei, denn die Lebenserwartung steigt nicht für alle. Die steigt tendenziell im Durchschnitt, aber der Durchschnitt heißt, es gibt auch welche, die profitieren davon nicht.
Und es gibt jetzt eine neue Veröffentlichung der Rentenversicherung, die nochmal deutlich macht, dass die Lebenserwartung von Menschen, die gering verdienen, deutlich kürzer ist als von, ja, ich nehme mal den Begriff, Besserverdienenden. Das heißt, die leben nicht nur kürzer, sondern die beziehen auch kürzer Rente. Das ist jetzt schon so. Und wenn ich das Renteneintrittsalter, so heißt das ja technisch, was ja jetzt bis auf 67 ansteigen wird in den nächsten Jahren, wenn ich das weiter erhöhe, dann führt das dazu, dass ich weiter Menschen ausschließe, dieses Renteneintrittsalter zu erreichen. Und das erreichen jetzt schon viele nicht. Und deshalb halten wir das auch für ungerechtfertigt, für unsozial. Und wir wollen, dass möglichst alle Frauen und Männer einigermaßen gesund die 67 erreichen. Das ist schon eine Herausforderung. Und solange das nicht gewährleistet ist, gibt es mit uns auch keine weitere Debatte über, geschweige denn eine Entscheidung für ein höheres Renteneintrittsalter. Erster Punkt. Steht auch in unserem Wahlprogramm. Zweiter Punkt. Es gibt ja auch die Debatte, da kann man ja alles gar nicht mehr bezahlen mit der Rente. Der Bund gibt 100 Milliarden. Also das ist eine, immer wenn ich diese Zahl höre und auch wenn ich die ausspreche, ist das für mich eine unvorstellbare Summe. Aber diese Zahl sagt, absolute Zahl sagt relativ wenig. Das ist ein Drittel der Rentenausgaben. Ein Drittel. Und natürlich ist das viel Geld, das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist gut investiertes Geld, das ist eine Investition in den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Und es gibt ja Vorschläge, das Rentensystem umzubauen und mehr auf den Kapitalmarkt zu setzen. In der Hoffnung, dass der die Finanzierung langfristig sicherstellt. Ich habe überhaupt nichts dagegen und auch wir als SPD haben nichts dagegen, dass jeder, der kann und will, fürs Alter privat was an die Seite legt. Und ob der jetzt er oder sie sich dafür Aktien kauft oder sonst irgendwas, ist die private Entscheidung. Aber mit Aktien die Altersvorsorge sichern zu wollen, ist eine riskante Geschichte. Wir erinnern uns, wir hatten vor ein paar Jahren eine Weltfinanzkrise. Die hat unter anderem dazu geführt, dass in den USA und selbst in den Niederlanden Fonds, die darauf spezialisiert waren, für die Altersvorsorge Geld zur Verfügung zu stellen, nicht unbedingt vollständig in die Knie gegangen sind, aber die mussten ihre Leistungen kürzen. Und das gibt es bei der gesetzlichen Rente nicht. Du hast es vorhin angesprochen, wir haben auch in dieser wirtschaftlich schwierigen Situation kein Rentenplus, aber wir haben keine Kürzung der Renten. Das ist explizit ausgeschlossen. Es gibt eine Rentengarantie, dass die Renten nicht gekürzt werden. Und das ist, wenn man Geld auf dem Kapitalmarkt anlegt, ist das völlig ausgeschlossen, dass irgendjemand garantiert, dass das Geld, was ich einsetze, auch mindestens zu 100% wieder ausgezahlt wird. Und ich will ja mehr haben. Sonst kann das Geld ja auch unter das Kopfkissen legen. Und das ist, wenn man dieser Logik folgt, der Kapitalmarkt wird es richten, dann ist das eine ganz schwierige Geschichte. Und wir haben mit Riester, das war ja auch eine rot-grüne Erfindung, das muss man an dieser Stelle ja auch mal sagen, versucht, die gesetzliche Rente zu ergänzen durch ein Kapitalmarktprodukt. Das hat aber nicht funktioniert, das muss man heute sagen. Man muss das aus der Situation Anfang der 2000er erklären, 5 Millionen Arbeitslose, die deutsche Wirtschaft galt als nicht besonders wettbewerbsfähig, deshalb sollten auch die Lohnnebenkosten, das sind ja Rentenbeiträge, nicht steigen. Und deshalb hat man sich überlegt, wir ersetzen das, einen Teil der gesetzlichen Rente durch Riester. Das hat aber nicht funktioniert.
Und deshalb haben wir jetzt im Laufe, du hast es ja angesprochen, in den vergangenen 8 Jahren, das kann man so sagen, als SPD auch einen Kurswechsel eingeleitet. Also die gesetzliche Rente steht absolut im Mittelpunkt unserer Altersvorsorgepolitik und betriebliche Altersvorsorge und erst recht private Altersvorsorge sind Ergänzungen, aber sie sollen kein Ersatz mehr sein. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass man die gesetzliche Rente stabilisieren muss und ausbauen muss. Und deshalb 2 Gedanken noch zu dem, was wir uns vorstellen. Ich habe es ja beim Thema länger arbeiten und Kapitalmarkt schon gesagt, dass wir davon nichts halten. Aber was habt ihr denn zu bieten, Sozis? Wir haben 2 Dinge zu bieten. Erstens ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik die beste Voraussetzung und die wichtigste Stellschraube auch für eine gute Rentenpolitik. Denn unser Rentensystem funktioniert ja so, dass jeder, der arbeitet, also der erwerbstätig ist und Rentenversicherungsbeiträge zahlt, Ansprüche erwirbt. Je höher, je besser der Lohn ist, desto besser ist auch die Rente im Alter. So, das ist eine relativ einfache Gleichung. Wir haben die Situation, dass ungefähr 50% der Betriebe in Deutschland noch Tarifverträgen unterliegen. Das hat auch Auswirkungen auf die Entlohnung. Denn tendenziell ist es so, dass da, wo Tarifverträge gelten, auch bessere Löhne gezahlt werden. Das heißt, wir müssen, das wollen wir ja auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, Entschuldigung, etwas dafür tun, dass die Tarifbindung steigt. Und wir wollen den gesetzlichen Mindestlohn erhöhen auf mindestens 12 Euro. Das hat auch Auswirkungen gerade für Menschen, die wenig verdienen, auf ihre spätere Rente. Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, dass wir eine Erwerbstätigenversicherung einführen wollen, also eine Rentenkasse für alle, in die alle einzahlen, auch wir beide, aber auch Beamte, Selbstständige, Freiberufler. Und das hat was mit Gerechtigkeit zu tun, weil diese gesetzliche Rente ist ja in gewisser Weise ein Pflichtsystem und es ist schwer zu vermitteln, dass sich bestimmte Gruppen diesem Pflichtsystem entziehen können. Das ist ein Gerechtigkeitsaspekt. Es hat aber auch einen finanziellen Aspekt, denn wenn man sich anguckt, dass gerade in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn die sogenannten Babyboomer, also die Ende der 50er, in den 60ern geboren sind, in Rente gehen, genau, ich sehe hier gerade einen, dann weiß man, dass auf die gesetzliche Rente, sagen wir mal, finanzielle Herausforderungen zukommen. Das kann man gar nicht bestreiten, das ist so. Ich habe davor keine Angst, aber man kann diese finanziellen Herausforderungen auch dadurch abfedern, dass man neue Gruppen in die gesetzliche Rente reinholt. Das wird für die Übergangszeit eine deutliche Entlastung bringen. Dagegen kommt immer das Argument von den ganz Schlauen, die sagen, ja, aber in 40, 50 Jahren, da wollen ja auch die Neuen, die jetzt einzahlen, Rente haben. Ja klar, wollen die Rente haben. Ja, aber im Land der Dichter und Denker, glaube ich, kann man in 40, 50 Jahren sich nochmal was einfallen lassen. Und ich weiß nicht, wie in 40, 50 Jahren zum Beispiel die Arbeitsproduktivität ist. Ob es wirklich so ist, dass dann weniger Beschäftigte die Rentner nicht mehr finanzieren können. Ich bin da nicht so pessimistisch. Also die Produktivität, die Arbeitsproduktivität ist in den vergangenen Jahrzehnten explodiert. Die wird auch weiter steigen, davon kann man ausgehen. Und man muss sich wahrscheinlich auch, das ist dann der letzte Gedanke erstmal, darüber unterhalten, ob es auf Dauer vernünftig ist, die soziale Sicherung, so wie wir sie haben, weiter zu finanzieren, nämlich fast ausschließlich über Beiträge. Beiträge von Beschäftigten und Arbeitgebern. Wenn menschliche Arbeitskraft zunehmend durch
Stichwort Digitalisierung durch Maschinen ersetzt wird, findet ja trotzdem weiter Wertschöpfung statt. Also wenn man sich mal erinnert, wie vor 30 Jahren Autos gebaut worden sind und wie die heute gebaut worden sind, dann ist da ein gewaltiger Unterschied. Aber es werden ja weiterhin Autos gebaut und nicht weniger. Das heißt, es werden weiterhin Werte geschaffen. So, und der Punkt ist, ob man, früher hieß das mal Maschinensteuer, Wertschöpfungsabgabe, was auch immer. Ich glaube, dass man sich in den nächsten Jahren, und dafür hätte man dann eben auch Zeit, wenn man diese erwerbstätigen Versicherung einführt, nochmal intensiv darüber unterhalten muss, wie man die Wertschöpfung, die durch wahrscheinlich auch zunehmend künstliche Intelligenz und im Rahmen der Digitalisierung erst recht durch Maschinen stattfindet, stärker beteiligt an der Finanzierung unseres Systems der sozialen Sicherung. Also ich bin da gar nicht pessimistisch und ich glaube, wir haben auch ein paar ganz gute Ideen. Du hast gesagt, wir haben in der Tat einiges hinbekommen im Bereich Altersvorsorge, Altersversorgung, Rente. Und wenn man in diesen Tagen gefragt wird, wofür steht eigentlich die SPD? Die Frage taucht ja gelegentlich auf. Dann kann man voller Selbstbewusstsein und auch belegbar sagen, beim Thema Rente steht die SPD für Leistungsverbesserung. Denn wir haben in den vergangenen 8 Jahren zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wieder Leistungsverbesserung in der gesetzlichen Rente beschlossen. Du hast die Grundrente genannt, das ist ein sozialpolitischer Meilenstein. Wir haben die Erwerbsminderungsrente verbessert. Wir haben den Übergang von der Berufstätigkeit in die Rente mit dieser sogenannten Flexi-Rente verbessert. Wir haben Reha-Möglichkeiten verbessert und wir haben das Rentenniveau stabilisiert. Das war für die SPD schon ein Schritt. Ja. Als Sozialdemokraten sind wir ja auch immer gerne bereit zu sagen, wir wollen ein bisschen mehr. Und wir haben gesagt, also wir wollen das bei mindestens 48% stabilisieren. Aber wenn es, glaube ich, nach der Mehrheit in unserer Partei ginge, dürfte es auch gerne ein bisschen mehr sein. Das hängt aber nicht nur, sagen wir mal, vom Bundestag ab, sondern es hängt auch von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Und dann bin ich wieder beim Ausgangspunkt. Die wichtigste Stellschraube für eine gute Rentenpolitik ist eine ordentliche Wirtschaftspolitik und eine gute Arbeitsmarktpolitik. Also wenn man das beides zusammenkriegt, dann muss man sich keine Sorgen machen. Das zeigt mir, wie komplex diese Frage ist. Weil ich denke mal ungefähr 30 Jahre zurück, da haben wir mit Rudolf Dressler bei der AFA zusammengesessen und über das Rentenniveau im Jahre 2025 philosophiert. Ja. Wir lagen schwer daneben. Wir haben auch damals schon über Wertschöpfungssteuer, Maschinensteuer und wie auch immer das hieß, welche Begriffe da genutzt wurden, gesprochen, weil diese Tendenzen, da standen wir sehr früh an einem Anfang dessen, was man heute Digitalisierung nennt oder KI oder in welcher Potenz entwickeln sich denn eigentlich die Produktivitätsprozesse? Und es ist ja richtig, die Entscheidung über ein Sicherungssystem, so wie wir es jetzt haben, entscheidet sich in der Arbeit, in der Arbeitswelt und ihren Rahmenbedingungen. Ich sehe da das Problem, dass uns aber zunehmend mehr Leute in dieser Arbeitswelt und in dieser Sicherung, ich sag mal, flöten gehen. Das sind die einen, die in prekären Arbeitsverhältnissen sind. Ja. Das sind diejenigen, die du auch genannt hast, die in den sogenannten freien Berufen auch gar nicht dazu beitragen, sondern rein private Vorsorge zu treffen. Ich denke an viele Handwerker, bei denen ich immer noch das Problem sehe, dass sie da nicht dabei sind als Selbstständige, aber aus ihrem Unternehmen ihre zukünftige Alterssicherung gar nicht mehr organisieren können. Und ich sehe natürlich auch viele junge Leute, die aufgrund Veränderung und Verlängerung auch der Ausbildungszeiten, der Bildungszeiten, die natürlich am Ende abgehen von Arbeitszeiten, versicherungspflichtigen
Arbeitszeiten aus diesem System, an diesem System vorbeilaufen. Wie steht es mit der Frage genau mit Blick auf die jungen Leute, die verlängerten Ausbildungszeiten, zum Beispiel als Anwartschaftszeiten in einer Rentenversicherung besser und breiter und stärker zu berücksichtigen, ist ja gedeckelt und begrenzt auf 8 Jahre, glaube ich, nach wie vor, wenn ich das richtig im Blick habe. Die 8 Jahre reichen aber nicht mehr. Ausbildungszeiten dauern länger. Hebt sich das über eine, diese Frage über eine, sagen wir mal, Bürgerversicherung als Rentenversicherung auf, dann hätten wir die Frage nicht mehr, sondern es ging ein solches Versicherungssystem hinein. Welche Perspektive kann man da gerade jungen Leuten, sagen wir, zeigen, die uns ja heute sagen, ihr seid ja gut dran mit jenseits der 60. Ihr könnt euch noch darauf verlassen, auf eine doch relativ stabile Rente. Naja, da müsst ihr länger, ein bisschen länger arbeiten, bis 67. Aber uns sagen, die, ja, wenn wir so weitergehen, müssen wir bis 75 arbeiten. Keine prickelnde Perspektive, obwohl die wenigsten darüber in den jungen Jahren nachdenken. Wie machen wir das? Also, ich habe 2 Söhne, die auch ja, wissen, was ich so mache. Und wenn die mich ärgern wollen, dann sagen, ja, wenn wir so alt sind wie du, dann gibt es ja die Rente gar nicht mehr. Dann sage ich denen, pass mal auf, Jungs, das liegt auch an euch, was mit der Rente passiert. Ja? Also nicht nur, was ihr sozusagen einzahlt, sondern auch, wie die organisiert ist. Dafür braucht es politische Mehrheiten, damit die gesetzliche Rente stabilisiert wird und auch eine gute Zukunft hat. Ich habe hoffentlich vorhin deutlich gemacht, dass ich, wenn wir das richtig anpacken und die richtigen Entscheidungen treffen in den nächsten Jahren, da eine gute Perspektive sehe. Und die Bürgerversicherung, bei uns heißt sie erwerbstätigen Versicherung, bei den Grünen heißt sie Bürgerversicherung, das ist aber nur, da gibt es Unterschiede im Detail, die sind aber gar nicht so entscheidend. Wichtig ist der Grundgedanke, dass alle in eine Kasse zahlen. Und das halte ich auch für vernünftig. Und wir hätten es gerne in dieser Wahlperiode hinbekommen, das hat dann aber auch nicht zuletzt wegen Corona nicht mehr geklappt, dass wir zumindest die Selbstständigen, jedenfalls denen die Möglichkeit angeboten hätten, sich in der gesetzlichen Rente zu versichern. Denn man denkt ja bei Selbstständigen oft so an den Unternehmer, der den dicken Wagen vorm Haus stehen hat. Ich war mal bei einem Zahnarzt, der hatte in seiner Einfahrt immer das Segelboot stehen. Er hat sozusagen jedem Patienten hier das Vorurteil gegenüber Zahnärzten bestätigt. Ich weiß, ich bin nicht mehr bei dem, ob der, also ich bin aber nicht wegen des Segelboots da nicht mehr hingegangen, sondern war ich umgezogen. Damit weißt du, alle wussten, da immer noch steht. Was zu bezahlen. Aber nein, aber der Punkt ist, da wird ja ein Bild vermittelt, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Wenn man sich anguckt, welche Menschen im Alter Grundsicherung beziehen, das heißt das Existenzminimum vom Staat finanziert bekommen. Grundsicherung ist nicht mehr als das Existenzminimum. Dann sind das überproportional viele ehemalige Selbstständige. Das sind deutlich mehr als Menschen, die, ich sag mal, abhängig beschäftigt waren. Und das hat damit zu tun, dass viele Selbstständige für ihr Alter nicht vorsorgen, nicht dran gedacht haben, möglicherweise auch nicht vorsorgen konnten und was auch immer. Und Selbstständige sind eben nicht nur der Zahnarzt, der Architekt und der Unternehmer, sondern das ist auch der Kioskbesitzer. Und das ist auch die Frau, die einen Blumenstand auf dem Markt hat. Die sind auch selbstständig tätig. So. Und wir wollen dieses Problem, dass Menschen
im Alter in der Grundsicherung landen, dadurch zumindest perspektivisch auflösen, indem wir sagen, ihr müsst für euer Alter vorsorgen. Und ihr müsst, wenn ihr keine andere Alternative habt, die müsst ihr dann zeigen, die müsst ihr belegen, dann geht ihr in die gesetzliche Rentenversicherung. Das ist auch richtig so. Und ich will nochmal zwei Punkte aufgreifen, die du eben genannt hast. Du hast ja auch von Diskussionen vor einigen Jahren oder Jahrzehnten gesprochen und auch über Prognosen. Das Dumme an Prognose ist ja immer, dass sie sich auf die Zukunft beziehen. Das heißt, man weiß es nicht so genau. So. Und als Rot-Grün damals rentenpolitische Entscheidungen getroffen hat, Anfang des Jahrtausends. Gab es auch Prognosen, klar, auf irgendwelchen Informationen muss man ja seine Entscheidung auch gründen. Und diese Prognosen waren deutlich schlechter als die tatsächliche Entwicklung. Man ist nämlich davon ausgegangen, dass die Zahl der Erwerbstätigen deutlich geringer ansteigt, als das dann stattgefunden hat. Das ist nochmal ein Beleg für meine These, dass, und das ist eigentlich eine Binsenweisheit, dass eine gute Arbeitsmarktpolitik die beste Voraussetzung für eine gute Rentenpolitik ist. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt beim Thema Erwerbstätigkeit auch noch eine Menge Luft nach oben. Wenn man sich, lass mal die technische Entwicklung mal im Moment außer Acht, wenn man sich mal die Situation und die Erwerbsquoten in einigen Nachbarländern anguckt, in Skandinavien zum Beispiel, dann ist die Frauenerwerbstätigkeit deutlich höher als bei uns. Das heißt, da ist auch noch Luft nach oben, um Menschen, Frauen, und die sind ja zunehmend gut ausgebildet, auch in Jobs zu bringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch für ihre eigene Altersversorgung etwas zu tun. Und der zweite Gedanke ist, ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, diese Behauptung, das ist ja auf Dauer alles gar nicht zu finanzieren mit der Rente. Wenn man sich mal anguckt, wie sich die Ausgaben entwickelt haben, dann haben sich die Ausgaben für die gesetzliche Rente in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Das ist schon eine Nummer. Der Anteil der Ausgaben am Bruttosozialprodukt, also an dem, was in diesem Land erwirtschaftet wird, ist leicht gesunken. Das heißt, das ist keine Frage von absoluten Zahlen, sondern das ist eine Frage von Arbeitsproduktivität und wirtschaftlicher Entwicklung. Zugegeben, es gibt keine Garantie, das merken wir jetzt gerade, dass die wirtschaftliche Entwicklung immer so weitergeht, wie wir das in den letzten Jahren kannten. Wir leben in einem, jetzt mal abgesehen von Corona, es fällt schon schwer davon abzusehen, aber auch vor Corona gab es ja Wirtschaftsauf und Ab. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, das Konjunkturkrisen kennt. Aber wir haben trotzdem eigentlich immer eine sehr positive Entwicklung gehabt, die dazu geführt hat, dass die Wirtschaft gewachsen ist und auch das, was in diesem Land produziert wird, an Gütern und Dienstleistungen. So, und wenn man sich anguckt, wie der Anteil der Rentenausgaben sich daran entwickelt hat, dann muss man keine Angst haben. Das sind so apokalyptische Reiter, die da unterwegs sind von irgendwelchen sogenannten Rentenexperten und teilweise, nicht alle, aber teilweise auch von Seiten der FDP, die sagen, das ist auf Dauer nicht zu finanzieren, das ist alles furchtbar, das wird irgendwann im Chaos enden. Das ist, glaube ich, der Versuch, die gesetzliche Rente sturmreif zu schießen. Das haben die in den vergangenen Jahren schon mal versucht, um dann zu sagen, Leute, ihr müsst Aktien kaufen. Nur so kriegt ihr eine ordentliche Altersversorgung. Und das halte ich für fatal. Wenn das
zunehmen würde, wenn das in der politischen Entscheidung auch noch eine größere Rolle spielen würde, würde ich das auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Land für fatal halten. Und ich glaube, es wird dem Land nicht gut tun. Ja, welche Entwicklung, sagen wir, die Aktienmärkte da, also das Thema Kapitaldeckung genommen hat, das du gerade aus der plastisch beschrieben, da gibt es die Folgen von Lehman und andere. Und welche Solidarfonds sind denn, gerade wenn es um die Absicherung auch des Überganges von großen Betriebsrentensystemen in andere Systeme hinein, weil ja viele große Unternehmen auch versucht haben, den Ballast ihrer Betriebsrenten loszuwerden. Die anderen wollten es loswerden, um sich hübsch zu machen. Die anderen haben es beibehalten, um sich möglichst hässlich zu machen. Ja, ist ja so. Und wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, wie im Moment sich die Aktienmärkte in der Entwicklung nach oben, ich sag mal, von der Realwirtschaft entfernen, also eine eigene Kapitalblase bilden, aus der ja Profite rausgeschlagen werden, die mit der Realität relativ wenig zu tun haben. Gerade unter einer Corona-Situation heißt das für mich natürlich auch, dass jede Menge Geld im Geldmarkt unterwegs ist, das frei floatend irgendwo hingeht, nämlich da, wo die höchsten Renditen zu erwarten sind, aber für die Finanzierung der Solidarsysteme nicht zur Verfügung stehen. Also nach meiner Vorstellung müssen die mit ran. Also Gewinne, die da erzielt werden, mit in die Solidarsysteme, die Finanzierung mit einbeziehen, ist der eine Teil, um sie auch ein Stück wieder zu erden. Und Solidarsysteme an diesen Finanzentwicklungen, die letztendlich sogar staatlich abgesichert werden, dann aber auch entsprechend zu beteiligen, sie dabei zu haben. Das Geld kann man gut in einem solidarischen System wie der gesetzlichen Rentenversicherung gebrauchen. Also nicht nur Berufe rein, sondern auch Geldquellen rein, die mit Berufen nichts zu tun haben. Ja, das ist aber eine zweischneidige Geschichte. Also ich bin eher dafür, die Steuern so zu gestalten, dass Kapitalerträge ordentlich besteuert werden und deutlich besser, höher besteuert werden, als das jetzt der Fall ist. Als zu sagen, wenn jemand Kapitaleinkommen hat oder neben Erwerbseinkommen noch irgendwie andere, könnte ja auch Mieteinnahmen oder sowas sein, daraus Beiträge für die Rentenversicherung abzuleiten, das wäre problematisch. Warum? Weil Rente Einkommensersatz sein soll. Das heißt, Rente soll im besten Fall das ersetzen, was man im Erwerbsleben als Einkommen hatte. So, weil das Erwerbseinkommen ja wegfällt. Wenn ich aber Kapitaleinkommen auch, so wie das im Fachchinesisch heißt, verbeitrage, dann schaffe ich zwar höhere Rentenansprüche, ja, weil ja auch höhere Zahlungen, also neben dem Lohn werden ja dann auch noch, für die Mieteinnahmen wird ein Beitrag bezahlt, entsteht ein entsprechend höherer nicht nur Beitrag, sondern auch Anspruch. Aber ich sag mal, das Miethaus, das Mehrfamilienhaus, ist ja auch noch da, wenn er oder sie in Rente gehen. Das heißt, die Einnahmen fallen ja gar nicht weg, sondern laufen weiter. Und das widerspricht dem eigentlich der Logik der Rente. Das ist eine oft erhobene Forderung. Aber wenn man sich die Rentensystematik anguckt, die ist nicht in Stein gemeißelt, die kann man ändern, wenn man will, ist das eigentlich nicht richtig logisch. Und deshalb sagen wir jedenfalls bis jetzt, Kapitaleinkommen, in welcher Form auch immer, sollten besser über Steuern an der Finanzierung der Rente beteiligt werden und nicht über Beiträge, weil ich höhere Ansprüche schaffe, ohne dass aber diese Einkommensquelle wegfällt im Alter. Also das wäre auch ungerecht denjenigen gegenüber, die das nicht haben.
weil du würdest ja höhere Renten produzieren. Ja? Und also wie gesagt, bis jetzt sind wir da eher auf dem Trip zu sagen, besser höhere Steuern auf Kapitalerträge, und da ist wirklich noch Luft nach oben, als einen Beitrag. Ja, zumal, ich sag mal, wie du ja wohl schon sagtest, wie hoch ist eigentlich schon der Beitrag des Bundeshaushalts in die Rentenfinanzierung? Ja. Und das mit steigender Tendenz. Und es ist ja im Sozialhaushalt der allergrößte Brocken überhaupt. Ja. Ja. Da kommen wir nicht mal mit unserem Verteidigungshaushalt dran. Der ist ja nur halb so groß. Gott sei Dank. Ja, die einen sprachen so und die anderen sprachen so. Aber ich sag mal nur, was hier, wenn man sich die Relationen da vorstellt, was ich sag mal, wir auch aufgrund der Beschlüsse, die wir selber getroffen haben, gefasst haben, aus dem Bundeshaushalt schon jetzt zur Stabilisierung der Renten beigetragen wird. Also das ist ja nun mal die Solidargemeinschaft der Steuerzahler, nämlich von allen, muss man das auch immer wieder dazu sagen. Es ist nicht die Abteilung Sparkasse, ich habe eingezahlt, ich kriege raus, sondern die Solidargemeinschaft der Steuerzahler, sagen wir mal, trägt auch ein Erkleckliches dazu bei. Also deshalb auch ja, der Weg über Erhöhung der Beiträge oder der Steuern für große Vermögen eben in die soziale Sicherung, in dieses Solidarsystem, das über den Bundeshaushalt organisiert wird, auch eine höhere Masse zu haben, die das sicherstellen kann. Ja. Wobei man sagen muss, dass der Anteil, der aus dem Bundeshaushalt kommt, das sind in der Tat ja 100 Milliarden rund, ist eine Riesensumme, aber die Rentenversicherung deckt auch Leistungen ab, mit der sie eigentlich gar nichts zu tun hatte. Zum Beispiel immer noch Tendenz abnehmen, klar, Kriegsfolgelasten. Also warum sollen die Rentenversicherung Kriegsopferrenten und sowas zahlen? Das ist eine staatliche Aufgabe. Es werden auch aus der Rentenversicherung Leistungen finanziert, die im Zuge der Wiedervereinigung zustande gekommen sind. Man kann jetzt den Frauen und Männern aus der ehemaligen DDR ja nicht irgendwie vorwerfen, dass sie nicht in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt haben. Die gab es da in der DDR in der Form nicht. So, aber trotzdem haben die natürlich einen Anspruch auf Rente, wenn sie gearbeitet haben. Das war da anders organisiert als bei uns. Und also bei uns in Westdeutschland. Und dann gibt es noch so ein paar andere Dinge, wo die Rentenversicherung Leistungen finanziert, die eigentlich staatliche oder gesellschaftliche Aufgaben sind und die nicht nur den Beitragszahlern sozusagen aufgebrummt werden sollten. Und insofern ist der staatliche Zuschuss schon völlig gerechtfertigt. Und nochmal, das ist nicht nur eine Summe X, eine hohe Summe, sondern das ist für mich eine Investition in den Zusammenhalt der Gesellschaft. Denn wenn ich eine ordentliche Altersversorgung finanziere, dann tue ich auch etwas, dass die Gesellschaft nicht auseinanderfällt. Ja? Und wir haben in den vergangenen Jahren ja schon, und Corona hat es auch nochmal deutlich gemacht, die Tendenz, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich in diesem Land wachsen. Und ich glaube, das sollte nicht noch weiter auch bei der Rente passieren. Und insofern ist nochmal diese Summe 100 Milliarden sehr, sehr hoch, ist aber kein Grund zur Panik, weil diese absolute Summe sagt relativ wenig. Und wenn man sich anguckt, deshalb nochmal der Hinweis auf das Bruttosozialprodukt, ist das zu wuppen. Ja,
Es ist etwas, wo man sich Gedanken machen muss, überhaupt keine Frage, machen wir beide ja auch gerade, wie man das in Zukunft auch hinbekommt. Aber du hast ja vorhin auch auf junge Leute hingewiesen, die sich Sorgen machen, beziehungsweise sich Gedanken machen, ob das, wenn sie mal so weit sind, überhaupt noch dann so eine gesetzliche Rente gibt, beziehungsweise wie die Altersversorgung dann überhaupt organisiert ist. Es gibt auch Studien, es gab eine von der IG Metall, von der Metallrente, das ist eine Einrichtung der Metallindustrie, das ist eine der wenigen, sagen wir mal, kapitalbasierten Altersvorsorgeeinrichtungen, die richtig gut funktioniert, und zwar seit vielen Jahren. Die haben eine Untersuchung in Auftrag gegeben, das ist schon ein paar Jahre her, und haben junge Leute befragen lassen, wie die so die Zukunft der Rente sehen. Und also ein Ergebnis war, dass junge Leute, die sind ja mittlerweile dann auch schon wieder älter geworden, sich durchaus vorstellen konnten, auch höhere Rentenversicherungsbeiträge zu zahlen, wenn sie denn einigermaßen sicher sein können, dass sie auch eine ordentliche Rente bekommen. Das war in den vergangenen Jahren, also jedenfalls seitdem ich das verfolge, immer ein Problem, weil die wirtschaftliche Lage so gut war und die Rentenversicherung viel Geld in der Kasse hat, wurden die Rentenversicherungsbeiträge gesenkt. Dann gibt's so ein Gesetz, dass so eine bestimmte Formel, wenn eine bestimmte, ich sag mal, wenn der Sparstrom bis zu einem gewissen Prozentsatz gefüllt ist, müssen die Beiträge gesenkt werden. Wir haben versucht, mit der Union eine Vereinbarung zu treffen, die nicht zu senken, sondern dieses Geld, was dann in der Tat nicht gebraucht würde, ich sag mal, auf die hohe Kante zu legen, für die Zeit, wo, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, die Rentenversicherung höhere Ausgaben hat. Das war aber mit der Union nicht zu machen. Wobei jeder weiß, die Versicherungsbeiträge werden in den nächsten Jahren steigen. Und je tiefer sozusagen das Niveau ist, von dem aus ich steige, wir sind jetzt bei 18, irgendwas, desto größer werden die Steigerungen sein und desto größer wird auch das Geschrei sein. Davon kann man schon mal ausgehen. Das ist aber ökonomisch ziemlich dumm. Also man hätte dieses Geld auf die Seite legen können und dann eben die Steigerungen in den nächsten Jahren, die kommen werden, deutlich abfedern können. Aber nochmal, das war mit der Union nicht zu machen. Und die jungen Leute, die ich eben schon bemüht habe, waren vor 3-4 Jahren der Meinung, dass sie durchaus bereit wären, auch mehr für ihre Altersversorgung an die Seite zu legen. Und auch für die gesetzliche Rente. Und es gibt ja immer mal wieder auch den Hinweis, in Österreich ist alles anders mit der gesetzlichen Rente. Das alles nicht, aber eine Menge. Vor allen Dingen kriegen die mehr raus als wir. Aber um bei den Beiträgen zu bleiben, die haben seit Ende der 80er einen Beitrag, der deutlich über 20-21% liegt. Das heißt, die haben dann auch seitdem deutlich mehr Geld in der Kasse. Es hat aber, soweit ich das jedenfalls beurteilen kann, keinen Aufstand und auch keinen Bürgerkrieg in Österreich gegeben, weil die Rentenversicherungsbeiträge so hoch sind. Also was ich sagen will, ist, das sind politische Entscheidungen. Je tiefer der Beitrag ist, je niedriger der Beitrag ist und je höher die Steigerung, desto größer wird der Unmut sein. Aber da muss man dran erinnern, dass man das vor 4-6 Jahren anders hätte machen können. Und dass das auch politische Entscheidungen gewesen sind, damals es nicht zu tun. Und aus meiner und aus unserer Sicht war das ein Fehler. Ja, dieser Vergleich zu Österreich wird an vielen Stellen immer wieder bemüht.
Du hast recht bei der Frage, was kommt hinten raus, aber nicht bei der Frage, was geht vorne rein. Und da entsteht schon ein durchaus nicht nur rechnerisches Ungleichgewicht. Man kann das nicht so einfach miteinander vergleichen, weil wer das eine will, muss das andere auch tun. Und es geht nicht das eine ohne das andere. Deshalb ist es ja eben immer noch ein beitragsbezogenes Versicherungssystem und keins, das irgendwie vom Himmel fällt, sondern das genau diese Relation, diese Konstanten da hat. Aber ich sehe ja, Gott sei Dank führen wir in unseren Familien dieselben Diskussionen. Ich kenne die sehr genau, weil ich führe die nämlich auch mit den beiden Studis, die sich da dann irgendwann Gedanken machen. Eigenartigerweise, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir dem Alter über die Frage Rente keine Gedanken gemacht. Braucht die auch nicht, weil sah alles easy aus und Rudolf Dressler und Norbert Blüm haben uns immer gesagt, geht alles gut. Also von daher, bleib mal schön ruhig und schön still und so, warum muss ich da keine Gedanken machen? Ich will noch einen Punkt reinschmeißen, so in unser Gespräch, der so auf den Diskussionen nicht nur auf der Straße, sondern auch in vielen Briefen immer wieder eine Rolle spielt. Du kannst es dir denken, so eine Ahnung. Das nennt sich Doppelverbeitragung und das war der andere nochmal. Ja, da gibt es so ganz komische Sachen, wo Hunderte, wo Millionen von Menschen von betroffen sind und auch sind. Also, das wirkt ja sehr deutlich. Ich merke das, also ich sehe das ja bei vielen, die mir dann ihre Abrechnung da hinhalten. Und was machen wir denn damit? Also es hat ja die wunderbare Nacht von Horst Seehofer und Ulla Schmidt gegeben, Anfang der 2000er. Ja. Und da hatten die beide unter anderem, ich glaube, es war nicht die einzige Idee, die die da geboren haben, die betriebliche Altersversorgung auch zu verbeitragen und zur Finanzierung von damals vorhandenen Löchern bei den Krankenkassen, finanziellen Löcher bei den Krankenkassen heranzuziehen. Das war damals so, ja. Das war damals so, und ich habe Ulla Schmidt das auch gesagt, das war nicht schlau, weil sich da, und ich habe wahrscheinlich andere Personen, aber die gleichen Argumente und die gleiche Zahl von Briefen wahrscheinlich wie du und Mails, von enttäuschten, empörten und sich betrogen gefühlten Frauen und Männern, die eine betriebliche Altersversorgung abgeschlossen haben, wo oft nur der Chef sozusagen oder das Unternehmen den Vertrag vermittelt hat, aber keinen Euro dazugegeben hat. Trotzdem gilt das als betriebliche Altersversorgung, wenn über das Unternehmen die Beiträge abgeführt werden. Egal, ob der Arbeitgeber einen Cent dazu tut oder nicht, das ist dann betriebliche Altersversorgung. Das verstehen schon viele nicht. Ja. So. Und dann haben die festgestellt, dass sie jetzt, das haben die damals gar nicht so mitgekriegt, und die Versicherungen hatten ja auch kein Interesse daran, den Leuten zu sagen, dass da möglicherweise weniger rauskommt, als sie ihn ursprünglich versprochen haben, weil ein Krankenversicherungsbeitrag darauf gezahlt werden muss. Jetzt gehen die in Rente, lassen sich das oft auf einmal auszahlen, weil, weiß nicht, die letzte Rate fürs Haus damit finanziert werden soll. Oder weiß der Teufel was. Und dann stellen sie fest, oh, da fehlen ja irgendwie 15 oder 18, 18, ja, knapp 20% Kranken- und Pflegeversicherung. Weil die Krankenversicherung sagt, oh, schön, dass sie Geld kriegen, wir wollen auch was davon haben. So sind sie. Ja, und das ist nicht in Ordnung. Also, dass man im Nachhinein diese Doppelverbeitragung eingeführt hat. Jetzt hilft es aber nicht zu jammern und zu klagen,
Man hätte sich damals vorstellen können, dass man sagt, passt auf, Leute, wir machen das ab dann und dann. Dann hätten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit gehabt zu überlegen, ob sich das für sie noch rechnet. Und es hätte eine Übergangszeit geben müssen, aus meiner Sicht. Hat es aber alles nicht gegeben, deshalb haben wir jetzt das Theater. Wir haben in der vergangenen oder jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode, das war nicht ganz einfach, mit der Union, mit Spahn, eine Verabredung hinbekommen, dass diese Doppelverbeitragung nicht vollständig abgeschafft wird, aber es einen Freibetrag gibt, der jährlich wächst. Dieser Freibetrag liegt im Moment bei 163, 164 Euro. Hört sich relativ wenig an, aber alles, was da drunter ist, wird nicht verbeitragt. Also darauf muss man keinen Krankenversicherungsbeitrag zahlen. Und das betrifft 60% der Betriebsrenten. Das heißt, 60% der Betriebsrenten profitieren davon, aber 40 eben nicht. Und wir haben im Wahlprogramm stehen, dass wir die Doppelverbeitragung grundsätzlich abschaffen wollen und dass wir eine Regelung haben wollen, wie bei der gesetzlichen Rente, wo der Rentner und die Rentnerin auch den halben Beitrag zahlt. Das, glaube ich, kann man vermitteln, aber das kostet Geld. Das muss man wissen, das sind ein paar Milliarden, die man da auf den Tisch legen muss. Denn die Krankenkassen werden sagen, uns ist egal, woher das Geld kommt. Ja? Wenn der Bund, der Bundestag, die neue Regierung das entscheidet, dann ist das so. Aber wir haben nicht die Kohle, um das auszugleichen. Und ich glaube, im Moment hätte man auch für Krankenkassen Verständnis. Mir fällt auch viel ein, wo man bei Krankenkassen sparen kann. Ja? Aber da geht es wirklich um einen nicht zu vernachlässigen kleinen Milliardenbetrag, der dann ausgeglichen werden müsste. Und wenn man das will, dann muss man auch sagen, wie man das finanzieren kann. Aber grundsätzlich sind wir der Meinung, dass diese Doppelverbeitragung abgeschafft werden muss. Man wird, ich hatte jetzt am Wochenende noch eine Diskussion auf Facebook dazu, man kann den Leuten nicht seriös versprechen, dass da irgendwas rückwirkend passiert. Das halte ich für ausgeschlossen aus meiner Sicht. Dann werden wir uns eben noch weiter anhören müssen, aber, ja. Aber ich glaube, ich sage mal, vielen, die das auch damals so gemacht haben, wo das so gemacht wurde, den muss man ja auch sagen, ja, das ist zu deinem individuellen Wohl vielleicht, man weiß es nicht so genau. Es geht natürlich zügig an den Solidarsystem vorbei. Man macht es, um Beiträge zu sparen. Das hat den Solidarsystem weder der Krankenversicherung noch der Rentenversicherung in einer anderen Weise geholfen. Aber es war der Ziel, das Ziel. Gerade auch zum Beispiel des öffentlichen Dienstes war das auch ein beliebtes Instrument des Vorwegabzuges und dann wird das sozusagen vorbeigeschleust. Ja. Gut war das nicht. Gut war es nicht, in der Tat. Die Kritik wurde aber auch ungern gehört, so nach dem Motto, naja, es dient zu meinem eigenen Wohl, aber auch immer zulasten anderer. Und wenn dann jetzt die Solidarsysteme wie die Krankenversicherung dann Jahre später dazu kommen und sagen, dann greife ich denn das jetzt doch zu. Das hat man ihnen damals nicht gesagt. Nee, aus gutem Grund nicht. Aus gutem Grund nicht gesagt. Ne? Ich sage mal, auf gut Westfälisch heißt das Beschiss. Ja. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber ja. Nein, ich habe auch immer gesagt, dass ich die Kritik, den Unmut, die Enttäuschung und auch Empörung nachvollziehen kann. Also wenn jemand einen Vertrag abgeschlossen hat und ich sag mal,
über 30 Jahre oder so, dann am Ende mit einer Summe von, sagen wir mal, 100.000 Euro gerechnet hat, um, wie gesagt, zum Beispiel die letzte Rate fürs Haus zu zahlen. Und da kommen dann nur 80.000 raus, weil die Krankenversicherung sagt, ja, sind wir aber auch noch da. Ja, dann verstehe ich, dass Leute das nicht verstehen und dass sie sich in der Tat, ich sage auch mal, beschissen fühlen. Ja, man kann das immer aus der Situation damals erklären, dass man irgendwie versucht hat, Mittel zu finden, um die Löcher bei den finanziellen Löcher bei den Krankenkassen zu stopfen. Aber nochmal, es hätte eine Vorwarnung geben müssen und Übergangsfristen, damit Leute sich darauf einstellen können. Und die meisten werden jetzt erst in diesen Jahren, denen wird erstmal überhaupt bewusst, was da los ist. Ja. Und wie gesagt, die Versicherungen und auch die Banken hatten ja überhaupt kein Interesse daran, den Leuten das zu sagen, weil dann wären ja wahrscheinlich reihenweise auch einige von denen stiften gegangen und gesagt, nee, dann mach ich doch was anderes mit dem Geld. Ja. Und ja, also das hat, glaube ich, nicht zur Vertrauensbildung beigetragen, sage ich mal ganz vorsichtig. Und deshalb ist es richtig, dass wir jetzt auch im Wahlprogramm die Abschaffung dieser sogenannten Doppelverbeitragung fordern. Das haben wir bisher so nicht gemacht. Also wir haben es in dieser Wahlperiode versucht durchzusetzen, habe ich ja eben deutlich gemacht, aber das war dann mit Sparen auch nicht zu machen. Aber wir hatten es in dieser Deutlichkeit auch noch nicht in dem Wahlprogramm stehen. Und auch deshalb fände ich es natürlich schon ganz gut, wenn wir wieder in die Verlegenheit kämen, in einer Regierung mitzumachen und an den entscheidenden Stellen, was dieses Thema angeht, auch handeln zu können. Ja, da können wir eigentlich mit der klaren Empfehlung auch zum Abschluss unseres Gesprächs kommen. Die Runde ist rum. Wer das haben will, muss Olaf Scholz und die SPD wählen. Punkt. Manchmal ist das auch relativ einfach, was die Antwort auf die Frage angeht, weil du vorhin noch richtig sagtest, auch bei den Diskussionen in der eigenen Familie, ja, da soll man sich alles gut überlegen, man hat zumindest ein Instrument in der Hand, das ist nämlich der Stift und der Zettel, und nämlich die Frage, wo man mit dem Stift sein Kreuzchen macht. Und ich glaube, auch bei dieser langen Erfahrung, die man und der Arbeit an dem Thema in der Rentenversicherung, man muss ja auch anders sagen, wir haben ein Versprechen eingehalten. Das wissen ja auch die wenigsten inzwischen. Dass wir Anfang der 2000er Jahre gegeben haben, wo wir gesagt haben, wir überprüfen systematisch und arbeiten systematisch am Thema der Rentenversicherung, der Situation am Arbeitsmarkt, der Situation älterer Menschen, der Situation von Rentnerinnen und Rentnern und werden dann dort, wo es geht und wo es nötig ist, auch korrigieren. Und das haben wir gemacht. Muss man immer wieder drüber sprechen, immer wieder sagen, weil sonst immer da oben drüber steht, naja, das habt ihr alles nicht gemacht. Nein, wir haben das, was wir damals gesagt haben, auch gemacht. Also Wort geben und Wort halten gehört nun mal auch zusammen. Man muss dann auch mal sagen, dass es so war und dass wir dazu gemacht haben. Mögen einige nicht gerne hören, weil sie nämlich eher aus anderen Botschaften ihren Benefit ziehen wollen, auch ihren politischen. Aber wir Sozis selber sollten doch wenigstens sagen, gesagt und gemacht. Und die nächste Schritte, ja, in der nächsten Legislaturperiode, ja, hat eine Voraussetzung, etwas entscheiden können und beeinflussen können. Und das hängt wieder von dem Stift und dem Zettel ab, nämlich der von den Kreuzchen. Ralf, vielen Dank. Sehr kompliziertes Thema, ja, aber es berührt viele Menschen, weil nicht nur ihre jetzige Situation hängt von diesem Thema ab, sondern auch mit Blick auf die Jüngeren, was passiert denn in vielen Jahren mit ihnen, nämlich auch dann, wenn wir Babyboomer nicht mehr da sind. Also weder als Arbeitende, noch als Rentnerhalte, noch als Zahlende, wer weiß. Aber wir kämpfen ja auch für ein gutes Gesundheitssystem, damit wir noch lange dabei sind. Schaffen so ist es. Ja. Alf, vielen Dank.
Gerne. Einen schönen Abend noch und wir sehen uns dann bald in Berlin wieder, wenn wir zur Sondersitzung, ich glaube, in der ersten Septemberwoche dann wieder da antreten. Alles klar. Mach's gut. Ich wünsche dir alles Gute. Schönen Abend. Auch so. Schönen Dank. Halt die Ohren steif. Bis denn. Bis dann. Tschüss. Ciao.